Hey Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und in diesem Video werde ich meine Ausnahme machen. Und zwar werde ich ein paar Geschenke von euch in die Kamera halten. Da bin ich ja eigentlich überhaupt kein Fan davon, denn die meisten Geschenke kriegt man ja hoffentlich auch nicht, um sie dann in die Kamera zu halten, sondern weil man der anderen Person was Gutes tun will. Und jedes Mal, wenn ich auch so Geschenke bekomme, wo so dabei steht, halt's in die Kamera, vielleicht kannst du ein Video drüber machen. Adios amigos. Aber so ein paar Geschenke habe ich bekommen, die will ich jetzt mal mit euch teilen und mich auch nochmal an der Stelle offiziell bei allen von euch bedanken, die mir regelmäßig einen Käsekuchen schicken. Nein, natürlich kein Käsekuchen, aber immer wieder kommen Dinge von euch an, was mich sehr freut, welche ich auch aufhebe und so weiter. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade Kaffeebohnen bekommen. Die stehen jetzt schon hinten bei der Kaffeemaschine von der Kerstin. Ich lese jetzt nicht alles vor, aber danke Kerstin. Kerstin schreibt, am Montag hatte ich über live auf Insta gesehen, an der Kaffeemaschine dürfte noch ein drehen, da fehlt noch was. Und dann, da kommt ihr Business scheinbar ins Spiel. Und das ist geil. Ne? Also, das finde ich super. Danke für die Kaffeebohnen. Und vielleicht werde ich jetzt auch anfangen, hier und da mal Kaffee zu trinken. Wer weiß. So, dann habe ich Post bekommen von Claudia Schiffer. Ho, wer kennt die noch von früher? Nee, ist nicht das Model. Hat sie auch extra dazu geschrieben. Auch von ihr habe ich das Buch bekommen. Wie aus Klicks Kunden werden. Kenne ich nicht. Schaue ich mir auf jeden Fall an. Ob ich es komplett lesen werde, weiß ich nicht. Weil ich habe echt viel auf der Liste. Und wenn ich manche Dinge nicht kenne, schaue ich gerne mal rein. Aber so, ob ich es ganz lese, weiß ich halt nie. Trotzdem fettes Dankeschön an der Stelle. Ich werde auf jeden Fall reinschauen. Aber dann habe ich noch ein Buch bekommen von einer Person, die ich sehr schätze. Und dieses Buch werde ich ganz sicher lesen. Aber sowas von. Und das Buch ist von Maxim Mankewitsch. Der hat mir vorher geschrieben, ich bin mit Maxim immer wieder im Austausch. Wir sind oft auf der gleichen Bühne, sehen uns bei Events. Und sein Buch Soul Master habe ich jetzt bekommen. Auf das freue ich mich wirklich sehr. Das ist auch ein Thema, mit dem ich mich gerne befasse. Und deswegen, Maxim, Grüße gehen raus. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe, alles ist gesund, alles läuft. Ich schaue mir gerne an, was du machst. Und vielen Dank fürs Buch. Werde ich mir jetzt auf jeden Fall gönnen. Und dann, liebe Freunde, das hat mich besonders gefreut, habe ich Post bekommen von jemand aus einer anderen Branche. Wer von euch kennt Mr. Mike noch? Ich habe mal gegen ihn Basketball gespielt, schon öfter, und konnte sogar einmal so geil gewinnen, mit so einem Dreier-Finish, sensationell, habe auch mal verloren. Aber Mike, danke, er hat mir was zugeschickt. Natürlich auch hier mit, hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder, zu einem 1 gegen 1. Er hat einen eigenen Ball. Den gibt es für 33 Euro gerade mal. Super fairer Preis. Und ich muss jetzt mal ganz kurz, ich habe jetzt hier nichts zum Abstellen, weil Leute, als leidenschaftlicher Basketballer, oh, das ist wie wenn man an einem Buch riecht und dann der nächste Move ist der. Oh, ist das und der dann. Und dieser, und dann, oh, und dann der Check vom Ball, ob er rund ist. Achtung. Ich glaube, Freunde, das ist gut. So, Mike, vielen, vielen Dank. Ich bin jetzt gerade umgezogen und wohne jetzt noch näher an dem letzten Basketballplatz, wo wir immer gespielt haben. Das heißt, das Wetter ist schön, die Sonne scheint, die Temperaturen sind noch nicht ganz da, aber bald geht's los mit dem Training. Und dann gibt's das Comeback. Dann gehen wir wieder auf den Freiplatz, ein bisschen zocken. Also Freunde, das waren einfach mal so ein kleiner Einblick in so ein paar Geschenke, die ich bekommen habe. Nochmal fettes Dankeschön an alles, was ihr mir schickt. Das freut mich wirklich sehr und sorry, wenn ich auch nicht allen immer individuell raussuche, wo sind eure Kontaktdaten und Dankeschön, ich glaube, deswegen macht das auch nicht, aber ja, ich fühle mich sehr geehrt und verabschiede mich. Wir sehen uns morgen wieder hier auf diesem Kanal. Bis morgen. Ich hatte übrigens im Vorschaubild vorhin,
einen anderen Pulli an. Den hier. Hab das Vorschaubild vorhin gemacht und hab dann den Pulli ausgezogen, weil es so warm ist. Aber ja, das nur. Bis morgen.